Hallo bei der Frage des Tages. Wir sind hier am Kanal, wie man unschwer erkennen kann. Und laut Bauplan der Stadt sollen demnächst die Grünflächen, wo sich die Leute so schön sonnen, komplett verschwinden wegen einer Kanalerweiterung. Ja, und deshalb wollten wir mal die Münsteraner fragen, wie sie das finden. Hier immer gerne liegen und baden und lernen kann man hier auch ganz gut. Und noch geht's ja, weil da dann nur die Baustelle ist. Aber wenn das hier alles weg wäre, würde ein Stück von Münster auch fehlen, denke ich. Würdest du dann hier noch wohnen wollen? Ja, nicht nur wegen dem Kanal, ziehe ich nicht nur alleine weg, aber wäre schon schade. Ja. Und was sagt ihr dazu? Ja, sehe ich genauso. Ich finde, das gibt nochmal Münsters gewisse Etwas und das hat nicht jede Stadt. Und das macht sie halt auch so ein bisschen einzigartig. Ja, sehe ich auch so. Und außerdem, ich finde es halt auch schön, einfach nicht ins Freibad zu müssen. So hier die Wahl zu haben, ich lege mich an den Kanal oder ich gehe in den Park. So, und das ist halt einfach auch ganz schön, eine andere Atmosphäre, als wenn man ins Freibad geht oder so. Ist auch günstiger, ne? Auf jeden Fall. Okay, hier ist Ende im Gelände. Also wenn es sein muss, muss es sein. Ne? Hoffentlich wird dann auch der Gehweg erweitert. Das ist mein Anliegen. Achso, ich glaube, grundsätzlich sind die Pläne, glaube ich, vom Tisch, weil das Ruhrgebiet gar nicht mehr so viel Kohle braucht. Und deswegen müssen sie den Kanal gar nicht mehr unbedingt erweitern. Und soviel ich weiß, wird das wieder neu diskutiert. Aber sonst finde ich das ziemlich kacke, weil das schon irgendwie, na, das Naherholungsgebiet hier so ist. Ne? Dass du irgendwie schwimmen gehen kannst, dass du dich hinlegen kannst, dass du mit dem Hund gehen kannst. Ich bin zu wenig informiert darüber, wie der Schiffsverkehr hier stattfindet, ob der stockt, ob man nur in der Mitte fahren kann, dass das da nur so tief ist, dass es befahrbar ist, dass also praktisch nicht Gegenverkehr aneinander vorbeigehen kann, problemlos. Da habe ich einfach zu wenig Ahnung, um da eine Meinung zu haben. Die Grünflächen verschwinden? Nein. Grünflächen, die brauchen wir auf jeden Fall, die dürfen nicht verschwinden. Ich finde, der Kanal ist auch breit genug. Wenn die Grünflächen wegkämen, wäre das sehr schade, da man sich nicht mehr sonnen könnte. Aber ich kenne die Hintergründe natürlich nicht. Bescheiden, aufgrund meiner Hunde. Und ich wüsste nicht, wo ich dann mit denen langlaufen sollte. Ganz abgesehen von der Lärmbelästigung. Sie sind also auch direkte Anwohnerin, genau. Hier. Ja, doof, ne? Könntest du hier nicht mehr rumkommen. Oder fällt das? Mehr Platz zum Schwimmen? Ja, ich habe das schon länger gehört. Das soll ja eigentlich schon irgendwie seit 2 Jahren oder so sein. Aber man sieht ja noch nichts davon. Und weiß ich nicht, deswegen, bis jetzt stört es mich noch nicht. Also bis jetzt sieht man ja noch, dass man hier sitzen kann und auch noch schwimmen gehen kann. Und wenn es dann irgendwann soweit wäre, was dann? Ja, dann wäre scheiße. Ins Freibad will ich nicht, Freibad finde ich scheiße. Wenn diese Kanalerweiterung jetzt stattfindet, das ist natürlich mit Unmengen von Kosten verbunden, die Stadt nicht hat. Deswegen ist es ja auch noch nicht geschehen. Wir warten ab und gucken, was passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.